So, willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider mit Lara Croft und Kara Sai. Ich wollte jetzt gerade den Weg hier noch mal ein Stückchen zurückgehen. Ich habe mich bei der letzten Folge ganz spontan dazu entschieden, ab jetzt die Folgen ein bisschen kürzer zu halten. Bei Tomb Raider nämlich 20 Minuten statt 30. Das sollte auch reichen. Ich habe ja noch genug andere Projekte, die gleichzeitig mitlaufen. Und wow, alter Schwede, das war knapp. Oder es wäre gar nichts passiert. Durch die ganzen anderen Projekte ist das einfach kaum noch realisierbar, wenn man da wirklich sagt, ich will Tomb Raider auch noch jeweils eine halbe Stunde jeden Tag machen. Und ich muss sagen, dazu macht es im Moment weniger Spaß als die anderen Spiele, die Eine ich so dünne, spiele. geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Fehlt mir momentan so ein bisschen was irgendwie. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Interessant. Sowas, also was Schönes bei Tomb Raider, man lernt immer mal wieder was dazu. Zack. Alter. Und wenn sie mich nochmal auf die altmodische Art. Hupala. Falschen Knopf gedrückt. Wollte wieder rennen mit einem anderen Knopf. Und noch einen Schritt hoch. Los. Zack. Rüber. Und zack. Okay, gab unterwegs nichts mehr zu entdecken. Aber ich hätte es bereut, wenn ich es nicht so gemacht hätte. Von daher alles gut. Und hoch. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Wo müssen wir denn da hin? Ah, verstehe. Oh, wieder was zum Lesen. Sehr gut. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Damit kann ich mich einverstanden erklären. Puh. Das habe ich auch nur durch Zufall gerade gesehen, dass man hier hochgehen kann. Hier ist bestimmt zu tief zum Runterfallen. Also muss der Sprung klappen. Und der hat geklappt. So, was haben wir denn hier? Sieht aus, als wenn man hier durch die Wand durchkäme. Aber da habe ich mich getäuscht. Das ist jetzt schon wieder eine coole Passage, wie ich finde. Aber hier kommt man wohl nicht hoch. Es sei denn. Das sieht irgendwie komisch aus. So, von hier aus vielleicht. Nee. Autsch. Ist das so gewollt? Ich glaube, da kommt man später oder irgendwie anders hin. Ah, hier. Na, das gucke ich mir doch mal an von oben. Das sah gerade zu erreichbar aus, als dass ich das hätte ignorieren können. Sorry.
Oha. Stoff gefunden. Kann man immer gebrauchen. Vor allem in letzter Zeit dabei ein bisschen uns doch öfter mal regenerieren müssen. Wo komme ich hier hin? So kann ich es vermeiden, die Leute da unten töten zu müssen. Theoretisch. Wundert den nicht, dass er eine Leiche findet? Das hätte ihn wundern sollen. Aber okay. Jetzt braucht er sich nicht mehr zu wundern. Ich will aber wissen, was ich dort noch erreichen kann. Deswegen werden wir da jetzt trotzdem noch mal hingehen. Ich mache noch mal schnell ein paar Pfeile nach und dann kann ich hier das Nest plündern und noch ein paar Federn mitnehmen. Und hier versuchen wir jetzt mal rüber zu springen. Ah, geschafft. Rüber zu springen, anzukommen. Das war wahrscheinlich nicht so, wie man hätte sollen, aber egal. Hier um die Ecke. Und hoch. Oh, Kräuterle. Hey, wo sind die beiden Toten hin? So ein Ärgernis. Ach, das hier war wohl etwas, was man hätte gar nicht machen müssen, oder wie? Ach, man kann jetzt dort drüber schwingen. Ursprünglich hätte man dort oben lang schwimmen können. Okay. Ja, das Problem ist bei mir, wenn ich solche Spiele spiele, bei denen man mehrere Möglichkeiten hat, will ich die auch alle ausprobieren. Deswegen hilft das immer mir recht wenig, wenn das solche Spiele sind. Wow, what? WTF. Gut, dass wir uns dort an der Seite so dran festmachen konnten. Und uns nicht weiter links. Das wäre einfach mal schief gegangen. Zack. Rechts meine ich. Und hoch. Und dann sind wir schon bei der nächsten Klettereinlage gleich hoffentlich. Da geht es schon weiter, ja. Das ist so ein... schon wieder mehr Adventure-mäßig als Action-mäßig und das finde ich einfach cool. Zack. Hui. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht runterrutschen. Aber wer weiß, was hier so zu entdecken gibt. Da kann man also schon mal hoch. Gut zu wissen. Wahrscheinlich soll man das sogar. Wenn ich mir angucke, dass hier sonst keine Möglichkeit gibt. Zack. Diese Hormone verbergen dieses Gemach. Sie können weder zu tief noch zu tief. Die Männer sind doch schon vorsichtig. Vorsichtig? Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Hey, was wolltest du? Das war jetzt irgendwie fies. Die Steuerung an solchen beiden Klettern ist teilweise nicht ganz so gut gemacht, leider, finde ich. Weiterer Versuch. Zack. Und jetzt muss ich mich fallen lassen, damit ich hier rüber kann und dann darüber springe. Wir sind auf der unteren Ebene, aber das ist ein neues Problem. Wir haben die Nachricht verloren. Was heißt verloren? Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt, nichts! Dann machen Sie ohne Sie weiter. Das sieht der Missionsplan nicht vor, Herr. Es wird zu viele Unnötige erledigen. Können Sie Ihr Ziel ohne Sie erreichen? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische Unterstützung.
Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schneller. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich dahin muss. Boah. Krass, dieser Haken, der Krieg macht schon einige Sachen überhaupt erstmal möglich, die ich für generell ziemlich nahe der Unmöglichkeit halte, sag ich mal. Da brennt ein Licht. Und da ist Anna. Er muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Verdammt viele Soldaten. Und da kommen gerade noch welche. Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Das hat sie gebracht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Generatoren! Sie ziehen uns beide nach unten! Nicht! Lara! Lara! Ich kann mich nicht mehr halten! Es reißt gleich! Autsch! So, hui! Ich fest. Oh Gott. Oh Mann. Okay, jetzt wurde das Spiel gerade doch erwähnt. Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Jetzt hat sie so wirklich angeschossen. Ja, gut. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Das werden wir noch sehen. Kraft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Sie ist verdammt egoistisch. Ich meine, klar, jeder versucht, um sein Leben zu kämpfen, ne? Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Was mir ziemlich gut gefällt bei dem Spiel, sind eben diese Notizen zwischendurch. Durch das die vertont sind, bringt das eine gewisse Emotion mit rein. Und das, finde ich, haben sie eigentlich sehr gut hingekriegt. Auch wenn ich mittlerweile ab und zu mal ein bisschen mecker über das Spiel. Das bestreite ich gar nicht. Und vielleicht ist auch nicht alles so berechtigt, was ich hier zu beanstanden habe. Ist vieles wahrscheinlich auch ein bisschen persönliche Neigung. Aber ich finde, dass, also man muss auch ab und zu mal was lobend hervorheben. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, ich finde, die Emotionen von den Figuren haben sie eigentlich sehr gut dargestellt. Auch wenn es nicht immer so zum Mitfühlen anregt. Das ist er. Das muss er sein. Das? Schon? Okay. Ich
Ich guck mal ganz kurz, ob wir was hier machen können. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. So, das würde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Und... Was soll's? Ich glaube, ich nehme das auch, damit ich das hier früher oder später... Ach so, Dreifachschuss hätte ich... Ach, verdammt. Egal. So. Und ich kann auch was aufrüsten, steht hier. Oh, cool. Den Revolver zum Beispiel. Können wir die Nachladegeschwindigkeit erhöhen? Das gefällt mir. Beim Bogen... Schussfrequenz oder Haltezeit? Die Schussfrequenz finde ich erstmal wichtiger. So. Ich weiß nicht, ob ich mit dem hier noch zufrieden bin. Ich will mal kurz schauen. Die AK wäre halt die Alternative. Oh, ein Repetiergewehr. Repetiergewehr. Aber ich brauche ja auch ein Schnellfeuergewehr eigentlich. Und da würde ich doch erstmal das hier benutzen eigentlich weiterhin. Und eher den Komolli-Lauf als nächstes hier dazu machen. Oder wie, bitte lacht mich aus, wenn ich den falsch ausgesprochen habe. So, und hier. Bei der Schrotflinte ist natürlich das Wichtigste, den Schaden zu erhöhen. Aber die Schussfrequenz darf natürlich auch nicht auf der Strecke bleiben. So, dann hätten wir doch alles mal ein bisschen verbessert. Und wir machen weiter. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. War jetzt noch irgendwas anderes hier etwa, was ich hätte angucken oder lesen können oder so? Eigentlich nicht, ne? Immer mal ein Stückchen. Oh, dieser Geruch. Jemanden. Oh nein. Lebendig verbrannt. Autsch. Kann gerade keine Waffe ziehen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Oh Gott. Ups. Ich kann nicht so. Schmerz! Warum nur? Kann ich... Gott! Nein. Schmerz! Warum nur? Ich kann ihm... Kann ich... Gott! Ich kann ihm... Lass mich! Ich kann ihn, töten. Ich habe das jetzt getan, weil der sowieso gestorben wäre und ich ihn zumindest nicht länger leiden lassen wollte, weil das bringt mir nichts, das bringt ihm nichts und wegen dem einen Schuss Munition geht's weiter. Ich denke nicht, dass... Er könnte das getan haben. Dass uns das... Diese Entscheidung... Was zum Teufel ist das? Eine gute Frage eigentlich. Jetzt kann ich auch wieder rennen. Das ging gerade nicht. Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Darauf würde ich fast wetten. Aber ich nehme mal ein bisschen Abstand. Ui, war trotzdem noch knapp. Ich habe halt Angst, zu nah ranzukommen an das Feuer. Griechisches Feuer ist ja dafür bekannt, dass man es nicht so leicht löschen kann. Lesen wir doch mal, was hier drin steht. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt.
und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Ich muss noch mal ganz kurz was erklären. Ich weiß, ich bin ja vorhin gerade an so einem Feuer vorbeigelaufen, wo man hätte speichern können. Und eigentlich habe ich ja gesagt, ich wollte die Folgen doch nur noch 20 Minuten machen. Habe mich aber mittlerweile wieder umentschieden. Da es jetzt gerade doch wieder besser zu werden scheint. Nee, komme ich nicht hoch. Komme ich hier wenigstens hoch? Ja nicht runterspringen sollen, glaube ich. Hätte ich hier oben noch was gefunden? Das weiß man im Nachhinein immer nicht so. Aber man kann ja hochgehen, glücklicherweise. Aber wenn ich hier sehe, dass so viel griechisches Feuer hier rumsteht, habe ich so das Gefühl, dass ich hier nicht lange alleine bleiben werde in dem Raum. Ja, wenn man solche Spiele nun schon ein bisschen länger kennt, spielt und so weiter, dann weiß man, dann kann man zumindest vermuten, was jetzt hier gleich kommen wird. Und ich denke mal, das wissen die meisten von euch genauso gut wie ich. Ich glaube, wir bleiben hier nicht lange allein. Kann ich wieder nicht mehr rennen? Oh, hier ist nochmal was zum Blätter nachfüllen. Das ist also der Atlas. Hier ist es. Nach dem haben wir die ganze Zeit gesucht. Verdammt. Autsch, das hat wehgetan. Trinity, Sie sind hier. Ziel erfasst. Angriff! Die anderen Teams sind nicht in Position. Keine Zeit. Wir müssen das Paket sichern, bevor sie entkommen. So, sag er, das griechische Feuer ist ja nicht im Sonst. Sünde, los! Achtung! Bei mir vor mir! Er schießt sie, aber kräftig nicht das Paket! Geh in Deckung! Wir sind einer weniger! Mal einer mittlerweile. Na komm, zeig dich. Verdammt, was ist denn hier los? Stimmt, glaube ich mal. Komm jetzt, bring das zu Ende! Das war knapp. So, jetzt dürfte ich, glaube ich, alle erwischt haben. Erstmal zumindest in diesem Raum. Mehr Leute. Ich habe mich ärgert ein bisschen gerade, dass ich nicht mehr Leute mit dem griechischen Feuer vernichtet habe. Aber, wow. Ich habe keinen Sichtkontakt, aber ich war gerade als Alpha-Team ausgeschaltet. Sie muss in der Nähe sein. Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit. Croft hat das Paket. Bleibt denn hier dran? Da drüben! Ich geb dir Deckung! Ich geh runter, Beschuss! So, was soll's. Dann schneiden wir doch mal die Waffe um. So. Durchbrechen und sichern! Schnell! Rauchgranaten raus, sobald sie offen ist!
dass oben und unten alles durchkämpft wird. Sie ist hier. Wir sind einer weniger. Getroffen. Unter Beschuss. Fackelt sie ab. Das war ein Treffer. So, ein Kopftreffer mehr. Und die letzte. Oh, da ist ja noch einer. Puh, tja, gegen Kopftreffer hilft ja auch die beste Rüstung scheinbar nichts, weil die Augen müssen ja irgendwie frei sein. Gerne die Waffe, das Ding loswerden, einfach erstmal wegschmeißen irgendwo hin. Nehme das Ding dafür mit. Damit kann ich mir ein Molotov-Cocktail basteln. Ich glaube, das bringt mir mehr. So. Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Oh Gott. Muss noch hier sein. Ausgänge sichern. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesen Dingen? Haben wir sie abgehängt? Hier! Hab sie gefunden! Oh fuck. Was soll das? Wieder hoch, irgendwie Luft holen. Stopp! Das war's! Her mit dem Atlas! Oh, jetzt wurden wir gerettet, wollte ich gerade sagen, aber ich glaube, das ist nicht das richtige Wort. Das, was ich gesucht habe. Ein Atemgerät. Siehst du, das hat uns auch noch gefehlt. Sehr gut. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich hin muss. Ehrlich gesagt. Gut, dass man unter Wasser nichts aufheben kann bei dem Spiel. So muss ich mir wenigstens keine Gedanken darüber machen. Ob ich eventuell unten irgendwas liegen lassen könnte, aus Versehen. Hoffe ich zumindest, dass das nicht der Fall ist. Was zur Hölle ist denn das für einer? Achso, das war nur... seltsam, was ich wollte gerade sagen, der hat ja einen seltsamen Kopf, aber eigentlich getäuscht. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Oh, die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Oder auch nicht. Obwohl doch, ja. Und zwar das da zum Beispiel, ne? Mal gucken. Explosion. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ich habe, glaube ich, schon eins gesehen. Oder auch nicht. Gut. Was machen wir jetzt? Zack, und so rüber. Gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Irgendwo. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Das sind zu viele. Kann ich jetzt das hier schon so ziehen?
das aussieht hier. Ah, muss ich hier mehrere dranhängen, damit das klappt. So ein bisschen balancemäßig. Hoppala, das war so nicht das Ziel. Gucken wir mal, ob das jetzt so klappt. Und tschüss. Jetzt sind sie wieder in Balance. Jetzt müsste ich ja theoretisch... Oh, jetzt habe ich das eine ein bisschen zu tief gehangen, oder was? Nochmal weiter. Sehr gut. Oh, fast. Nein. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Erstmal durchschneiden und dann dahin. Und sobald es dann dort ist, muss ich drauf schießen. Nein, warte. Und hilft das schon? Reicht das schon? Ja, ne? Sehr gut. Noch ein Stück. Und nur noch ein Pfeiler übrig. Einer übrig. So. Was ist denn dort los? Habe ich ja irgendwas kaputt gemacht versehentlich? Ohne es mitbekriegen? Sieht doch aus, oder? Aber wie? Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Sie müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. Aber was kann ich denn dort... Also ja, klar, ich kann mir noch was holen wahrscheinlich. Gar kein Thema. Ja, roll. Noch ein kleines Stückchen. So. Nein. Halt. Na, roll doch mal hier dran vorbei. So. Noch ein Stück. Gleich sind wir da. Wo ich sie haben will, glaube ich. Weißt du noch nicht, warum ich sie haben will? Aber Lara hat gesagt, sie will sie haben. Hoppala. Das war nicht das Ziel gewesen, aber okay. Und hier soll ich das Ding kaputt machen? Na dann schießen wir mal drauf. Ich weiß wie gesagt nicht warum, aber hey. Hier kann man's. Und da ist nichts passiert. Naja. Wozu war das jetzt? Keine Ahnung. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, ich weiß. Aber das müssen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite holen. Wie es aussieht. Gut. Da das hier noch eine Weile zu gehen scheint, wird die nächste Folge wahrscheinlich wieder eine etwas kürzere. Aber nur, wenn wir die jetzt hier überzogen haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt an der Stelle erstmal Schluss. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir doch gerne mal ein Like oder abonniert mich. Oder schaut doch mal bei Twitch vorbei, da gibt es ein paar andere Spiele zu sehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Oh, wartet, halt, Basislager. Nein, da können wir an dieser Stelle sogar stoppen.
dann war es das für heute. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und wir sehen uns dann. Fähigkeitenpunkt wird dann beim nächsten Mal verteilt. Tschüss!